In folgendem Video zeige ich Ihnen, wie man aus Fotos ein 3D-Modell mit Recap-Foto erhält. Sie sehen jetzt hier einmal die Oberfläche von Recap-Foto. Sie haben dort Ihre 3D-Sachen, die Sie erstellen können. Im unteren Bereich sehen Sie Ihre erstellten Projekte. Und wir möchten jetzt in dem Fall kein Objekt erstellen, sondern eine Geländepunktwolke. Dazu gehe ich hier auf Arial und kann jetzt hier sämtliche Fotos einmal auswählen. Die mit einer Drohne beispielsweise, in dem Fall wurden sie mit dem Falcon 8 aufgenommen. So. Wir wählen die also alle aus. Und anschließend importiert er die Fotos. Sie sehen, das geht sehr schnell. Und natürlich soll er jetzt nicht einfach wahllos hieraus eine Punktwolke und ein 3D-Objekt erstellen, sondern wir müssen hier noch diverse Einstellungen machen. Wir haben nämlich in diesem Zug auch Koordinaten von Passpunkten aufgenommen und diese müssen wir jetzt auf verschiedenen Fotos einmal definieren, damit er dann die Punktwolke auch georeferenzieren kann. Dazu gibt es hier auf der linken Seite die Möglichkeit, Control Points zu setzen. Wir können jetzt hier im oberen Bereich das Koordinatensystem auswählen, was wir benötigen oder was auch benutzt wurde, um die Punkte aufzunehmen. Also die Punkte befinden sich in dem Fall im Gauß-Krüger Zone 4. Und jetzt kann man die verschiedenen Punkte hier hinzufügen. Je nachdem, wie viel man hat, kann man Spalten hinzufügen, kann die dann auch umbenennen und muss anschließend die Koordinaten dafür eingeben. So, das wollen wir jetzt natürlich nicht einzeln für jeden Punkt sehen, sondern wir möchten das überspringen wir ganz kurz. So, jetzt sind hier die Koordinaten eingegeben und je nachdem, welcher Punkt links ausgewählt ist, kann er das schon mal per GPS filtern, da die Fotos ja auch ein Koordinatensystem haben. Sie wurden jetzt aufgenommen, die Fotos im WGS 84, also jedes Foto hat eine Koordinate sozusagen in der Luft. Und jetzt gehe ich hier Foto für Foto durch, suche mir meine Marke auf meinem Foto, kann die noch ein bisschen genauer dann im unteren Bereich dorthin schieben und dann mache ich das Foto für Foto und natürlich für jeden Punkt. Es ist immer gut, wenn man mehrere Punkte hat, also mehr als drei Festpunkte beispielsweise und auch noch mehr als drei Fotos, auf dem das zu sehen ist. Jetzt sehen Sie hier auch die verschiedenen Farben, auf welchem Foto denn welcher Punkt gesetzt ist. So, anschließend kann ich das dann mit Done bestätigen und kann dann mein 3D-Modell einmal erstellen lassen. Das Ganze wird in der Cloud gerechnet, das heißt, er lädt jetzt einmal die Fotos hoch. Sie können dann wie gewohnt weiterarbeiten, ohne dass irgendwelche Leistungsfehler am PC feststellbar sind. Und anschließend können Sie dann das Projekt wieder herunterladen. Hier wird nochmal ein Name des Projektes eingegeben, dann was er alles erstellen soll, also die Punktwolke, ein 3D-Mesh mit Texturierung, ein Orthofoto und dann müssen wir hier auch noch das Zielkoordinatensystem auswählen, auch immer ganz wichtig, wir wollen im Gauß-Krüger bleiben. Demzufolge wählen wir jetzt hier auch nochmal das Gauß-Krüger aus für den vierten Streifen. So, einmal ausgewählt und okay und jetzt geht's ab damit in die Cloud. So, insgesamt hat die Rechnung des Geländemodells und des Objektes und auch der Punktwolke 20 Minuten ungefähr gedauert in der Cloud, bis ich das dann wieder herunterladen konnte. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie dann das Gerechnete aus Recap Photo dann auch wirklich aussieht, also die Ergebnisse aus der Berechnung mit Recap Photo. So wie vorhin, hier ist einmal die Oberfläche von Recap Photo
Und jetzt öffne ich unser Modell. Das habe ich vorher einmal aus der Cloud heruntergeladen. So, Sie sehen jetzt hier einmal das 3D-Objekt. Sie sehen, da sind entsprechende Löcher auch mit in der Punktwolke oder im Mesh. Das liegt daran, dass einfach das Gebäude nicht von der Seite beflogen wurde, beispielsweise. Und auch das Hauptaugenmerk natürlich bei dieser Aufnahme, dieses Grundstück in der Mitte war. So, was kann ich jetzt hier alles machen? Ich kann hier beispielsweise auch transformieren. Müssen wir aber nicht machen, weil das ja schon georeferenziert ist. Man kann die Grenzen etwas bereinigen. Man kann verschiedene Distanzen messen. Also, und man kann es natürlich auch exportieren. Einmal so ein Bild davon, ein Video beispielsweise oder auch ein komplettes Modell. So, was wir jetzt hier machen wollen, ist mal ganz kurz zu zeigen, wie man denn hier was rauslöscht, ganz schnell. Beispielsweise das hier oben, das brauchen wir gar nicht. Das ist ein angrenzendes Gebäude. Das kann einfach dann ausgewählt werden und dann gelöscht werden. Dasselbe funktioniert auch mit dem Gebäude auf der linken Seite. Auch hier nutze ich jetzt mal nicht die Rechteckauswahl, sondern das Lasso. Kann das einfach ganz schnell auswählen und rauslöschen, was ich nicht benötige. Somit sind dann auch die Löcher größtenteils entfernt, was man nicht davon braucht. Und dann ist gut. So, unser Filmgebäude kann man auch so einfach herauslöschen. Und so, ich denke, an sich reicht das. Wir sehen jetzt hier noch mal ganz kurz. Jetzt hat man hier noch verschiedene Tools für das Geländemodell beispielsweise, dass man das etwas vereinfachen kann. Aber das nur so zur Ansicht. Und dann war es das auch schon in dem Fall für dieses Tool. Wir sehen, es ist alles vorhanden, was man benötigt. So, ich hoffe, es war eine kurze Einführung in Riket Photo und bis zum nächsten Mal.